Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um die Anmeldung bei Skido. Nachdem jemand auf deinen Affiliate-Link geklickt hat, dann öffnet sich halt der Link und dann sieht man diese Seite. Man kann sich die Sprachen aussuchen. Portugiesisch, Englisch, Spanisch. Und dann klickt man auf Next. Dann sieht man den Sponsornamen. Und Skido registriert natürlich, dass der Sponsor zu finden ist. Der Sponsor existiert also im System. Dann klickt man auf Next und jetzt geht's los. Max Mustermann, Max Mustermann @gmail.com. Also jetzt müssen wir hier auf Folgendes achten. Einmal haben wir den Benutzernamen, mit dem wir uns einloggen, und einmal haben wir den Nickname, mit dem wir dann halt drinnen im Profil angezeigt werden, ja? Oder halt in der binären Struktur. Man kann uns dann finden unter dem Namen hier. Ich habe das bei mir gleich gelassen, also mit Vladi G habe ich genommen und hier halt auch. Okay. So, da muss man sich hier das Geschlecht aussuchen, männlich, weiblich. Als nächstes muss man das Geburtsdatum eingeben. Achte bitte auf das Format. Erstmal kommt der Monat, dann der Tag und dann das Jahr und das Passwort. Und das ist dasselbe Passwort, das wir später dann brauchen, wenn wir auszahlen möchten und so weiter. Ne? Es gibt ja diverse Funktionen, bei denen wir erstmal auch das Passwort brauchen, um die überhaupt aktivieren zu können. So, wir müssen natürlich die AGBs bestätigen und wenn wir auf Next klicken, dann sind wir registriert. Das war's erstmal. Da muss auch ein Link bestätigt werden per E-Mail, dann öffnet man halt die Mailbox und aktiviert seinen Account. Ansonsten, das war's erstmal.